Herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, wie ihr Millionen von Coins machen könnt, Freunde, mit meiner UV-Liste, mit der besten UV-Liste, die es aktuell gibt. Wenn es euch natürlich gefällt, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben, sehr, sehr gerne Follow da lassen, wenn ihr neu seid, und schreibt mal gerne Hashtag aktiv in die Kommentare. Die letzten Videos waren leider nicht mehr so gut bewertet. Würde mich freuen, wenn wir dieses Video wieder pushen könnten, Freunde. Ihr alle einen Daumen nach oben gebt, alle einen Kommentar schreibt, wer da Lust drauf hat. Pusht das sehr, sehr gerne, und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ab geht's! Ja, Freunde, da habe ich immer noch sehr, sehr viele Fragen. Wie komme ich in deinen Trading-Discord? Ganz, ganz einfach. Erster Link der Beschreibung. Und wenn ihr sagt, ihr wollt in den VIP-Bereich, wo ihr exklusive, ja, Spieler wie hier bekommt, ja, wo ihr genau seht, für wie viel kaufen, verkaufen. Da habe ich eine 50er, 60er Liste für den Discord geschrieben, für die VIPs. Einfach euer Twitch Prime bei mir einlösen. Auf meinem Twitch ist auch unten verlinkt. Und einfach Discord mit Twitch verbinden. Und dann könnt ihr kostenlos reinjoinen in den Platin-Bereich hier. Und ja, gönnt euch, hier ist alles ausführlich erklärt, ihr könnt habt kein Risiko, ihr habt 1:1 die Spieler, wie ihr sie kaufen könnt, und ihr habt wirklich null Risiko. Wir gehen aber jetzt an die Konsole, auf meine UV-Liste, was weggegangen ist, schauen wir uns an. Und ja, Freunde, dass ihr seht, ja, Freunde, und man muss sagen, dadurch, dass wir gestern auf heute schon so gut Coins gemacht haben, sind wir hier ordentlich vorgerückt. Also, wir sind aktuell einfach 82. Ich war die ganze Zeit so 88, 89. Wir sind jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut vorgerutscht. 82. der Welt aktuell. Da kann man auf jeden Fall noch den ein oder anderen Platz, glaube ich, gut machen. Denke ich mal, wir haben auch jetzt mittlerweile, ja, auf jeden Fall gut Vorsprung, 6 Millionen ungefähr Vorsprung. Auf den 100. schmeckt auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall fit. Gehen wir rein, was habe ich verkauft, was habe ich gekauft, gehen wir natürlich drauf ein. Ihr seht 34 Verkäufe, das ist jetzt von 1,5 Stunden, also ich habe eine Stunde durchlaufen lassen und habe nochmal angeboten, da sind nochmal so 10 Karten weggegangen oder so. Also ich hatte im ersten Durchgang so 25, 26 Verkäufe. Gehen wir kurz durch, was ich hier verkauft habe. Dybala, ja, den habt ihr auch am Beispiel gesehen, der kostet um die 40.000. Ich verkaufe den immer so zwischen, ich sag mal, ja, zwischen 44, 46, ich muss sagen, 46 geht der sehr, sehr gut weg, deswegen biete ich den immer so sehr ähnlich, 46 noch irgendwas an. Hier Koke, sehr, sehr gute Karte, Payet, sehr, sehr gute Karte, Mané ist wieder ein bisschen gestiegen, kostet wieder 68.000, der war gestern bei 63.000, kann man nicht mehr nachkaufen. Auch der Dempsey, da habe ich mir gestern, glaube ich, 5, 6 Stück mitgenommen, bei 45.000, dachte ich mir, ist zu billig, war der billigste von so einem 91er Rating, kostet jetzt über 60.000, macht auch keinen Sinn, den wieder zu kaufen. Ihr seht, die sind alle rausgegangen von denen. Den Fofana könnt ihr kaufen bis 40.000. Chiesa könnt ihr auch kaufen bis 42.000. Alaba könnt ihr kaufen 31.000. Macht ihr nichts verkehrt. Also ihr schaut einfach, dass ihr, wenn ihr die Karten so kauft, wie dass ihr Gewinn macht natürlich. Wenn ihr die Karten 1:1 nachkaufen wollt, wie ich sie hier habe. Also ihr seht, was wir hier verkauft haben. Firmino Inform fand ich sehr, sehr günstig. Habe ich mitgenommen für 40, ging für 48 weg. Regilon haben wir hier verkauft. Hier noch ein paar Geringverdienerkarten. Benrahma kriegst du für 22.000. Delaine kriegst du für 19.000, 20.000 geschenkte Karte. Dadurch, dass er jetzt als ZM kam, ist diese Karte perfekt für die Geringverdiener. Könnte ich auf jeden Fall ein paar Mal mitnehmen. Ericsson noch verkauft. Hier noch zweimal, ja, zweimal. Und einmal den Inaki Williams für 58. Und hier den Balde, der geht eh immer super. Von dem habe ich eh noch einige auf der Liste. Und das ist, glaube ich, die letzte Silberkarte vom gestrigen Video, wo wir noch drauf hatten, für 150 erboten haben. Ich glaube, wir haben sogar wieder direkten Verkauf, weil ich habe eh nichts geboten. Ja, okay, Liste ist gerade sogar ausgelaufen. 35 Verkäufe in 2 Runden, denke ich, geht klar. Kann man natürlich nochmal neu anbieten. Trend ging nochmal raus. Trend habe ich, glaube ich, 40 ungefähr mitgenommen. Die Preise sind aktuell sehr, sehr gut hier. Adams auch, sehr, sehr günstige Karte, kriegt ihr für 23.000, 24.000. Bieten jetzt nochmal an. Dann würde ich sagen, drücken wir die erstmal weg. Bieten jetzt an. Dann seht ihr, was ich noch drauf habe. Ihr seht, ich habe noch Beladung Jungbergs. Geht immer mal wieder einer raus. Pepe habe ich mir noch ein paar Mal mitgenommen. Geht eigentlich auch gut weg. Kriegt ihr so für 50.000, 49.000, wenn ihr sniped. Geht auf jeden Fall klar. Hier Alaba, oha, sehr teuer Angebot, 39. Haben wir hier noch eine Ladung Karten drauf. Aber ihr seht, dass das sind hauptsächlich die ganzen Karten, die wir auch gerade verkauft haben, die ich hier mitgenommen habe. Und wir verkaufen pro Stunde mindestens 20 Karten. Und ich mache pro Karte eigentlich immer so 4, 5K Gewinn. Wir machen aktuell über 1 Million immer pro Tag, was auf jeden Fall schmeckt. Ihr seht hier die Karten, die ich drauf habe.
werde natürlich auch gleich gemeinsam ein paar nachkaufen, dass ihr das versteht, wie ich nachkaufe. Ich gucke natürlich, dass die Karten nicht meinen Verkaufspreis übertreffen. Dybala habe ich jetzt zum Beispiel für 46 verkauft. Das heißt, ich will eigentlich nicht mehr wie 41 für ihn zahlen. Ja, perfekt. Kriege ich direkt für 40.000. Sehr, sehr gutes Beispiel jetzt. Und so schaue ich halt. Also, wenn ich natürlich sehe bei einer Karte, oh, ist jetzt zu teuer, kaufe ich natürlich jetzt nicht nach. Wir können ja, ich zeige euch noch zwei, drei Karten, wie ich die immer kaufe. Keita, sehr gute Karte, kann man immer auch bis 40, 41 kaufen. Gucken wir mal, Keita, okay, sehr günstig, Keita. Gibt es hier was für 39? Gibt es ein Mittelfeld? ZM, ich nehme den ZM mit, weil die Karten kosten zusammen 10k. Und ich nehme den für 39 mit, also ja, okay, ist leider weg. Hätte ich jetzt beide hier mitgenommen, den kann man auch ruhig ein paar mehr mitnehmen, weil der immer sehr, sehr gut steigt. Ihr könnt natürlich auch bieten. Ihr habt ja gesehen, hier war gerade ein Gebot, dass ihr immer auf die Karten, die vorne sind, bietet. Oft kriegt ihr diese Karten nochmal 1-2k billiger. Was sich natürlich lohnt. Ihr habt gesehen, diesen Kater habe ich für 45, 46.000 verkauft, was auf jeden Fall sehr, sehr stabil ist, wie ich behaupten würde. Dann schauen wir noch zwei Karten nach. Schauen wir noch schnell den Musa, den Belé nach. Der geht auch immer sehr, sehr gut. Also das ist auch eine Karte, die ich euch auf jeden Fall immer empfehlen kann. Sollte eigentlich jeder auf seiner Liste haben. Unter 30 machst du nichts verkehrt mit dieser Karte. Ja, 30 ist auch okay, aber ist unter 30. Gucken wir kurz, ob wir was zum Mittelfeld bekommen. Das ist immer interessant. So ZM sind immer hier besser. Wenn du hier sitzt, aber haben beide Müll-Chemistry-Styles leider. Ich nehme trotzdem hier den ZM lieber mit. Ist immer besser, wie wenn jetzt, keine Ahnung, so ein MS kauft. Okay, den nehme ich trotzdem mit. Der ist 1k billiger. Die nehme ich dann trotzdem mit. Aber ZM ist nochmal interessanter, weil diese Karten MS zu ZOM 5k kostet und ZOM zu ZM auch 5k kostet. Das heißt, ihr seht das hier. Den habe ich auch so gekauft. Das kostet euch einfach 10k, wenn die Leute das kaufen wollen, dann zahlen die lieber 5k auf dem Markt mehr, wie das natürlich zweimal diese Karte zu kaufen. Aber ich denke mal, das Prinzip versteht ihr. So machen die Leute das halt. Deswegen gehen diese Karte sehr, sehr gut ÜV weg. Dann schauen wir noch den Benrahma, den haben wir ja auch zweimal verkauft. Den habe ich gar nicht mehr auf der Liste. Kann natürlich auch sein, dass sie gestiegen sind. Manche Karten sind gestiegen, die kaufe ich nicht mehr nach. Und wer genau die Liste komplett haben will, wie gesagt, einfach euer Twitch-Sub bei mir gönnen und dann seht ihr die Liste 1:1. Im Discord könnt ihr einfach die 50, 60 Spieler durchgehen und nachkaufen. Okay, Benrahma ist jetzt gestiegen. Gucken wir kurz mal. Ja, ist bei 25k, ist gestiegen. War bei 21.000, 20.000 so. Gucken wir mal. Kann immer noch sein, dass ihr die Karten per Gebot günstiger kriegt. Ne? Einfach ein bisschen bieten. Würde ich sagen, gucken wir noch den Delay nach. Der ist bei 20.000 gewesen. Den kaufe ich nicht für mehr wie 20.000. Ihr könnt natürlich immer, wenn die mal 1-2k steigen, könnt ihr die immer noch mitnehmen. Ja, der ist jetzt, ist okay. Shadow 22 nehme ich trotzdem mit. Der ist jetzt 2k ungefähr hochgegangen. Aber ich weiß, dass ich den für 25, 26 easy noch wegbekomme. Dann biete ich jetzt diese Karten hier noch mit euch gemeinsam an, die ich hier gekauft habe. Ihr seht die Preise. Ihr könnt die 1:1 so nachkaufen und 1:1 auch so anbieten. Wie gesagt, fragen immer sehr, sehr viele, zeig mal, wie du die anbietest. Ich habe jetzt zwei Dybalas gekauft, habe ich auch im Beispiel erklärt mit Dybala, dass ihr eben unterschiedlich anbietet. Ne? Wenn ihr zweimal, dreimal dieselbe Karte kauft, niemals für denselben Preis anbieten, weil wenn jetzt jemand hier Preisvergleich macht und er seht fünfmal oder dreimal denselben Preis, dann geht er lieber eine Seite nochmal weiter und denkt sich, oh, da hat einer hier drei Stück reingestellt, da gehe ich lieber, biete ich lieber dreimal unterschiedliche Preise an. Ist immer besser. Hier Payet haben wir auch verkauft. Ich weiß gar nicht für wie viel. Ich glaube sogar den hatte ich für um die 50 verkauft. Ihr habt es gesehen. Ich weiß es gerade nicht. Aber Payet auch sehr, sehr gute Karte. Der hier ist nicht so gut, weil er jetzt halt leider kein Handout und nicht ZM ist. Machen wir trotzdem hier mal 49,5. Die werden trotzdem rausgehen. Weil diese Karten auch immer mal wieder schwanken. Chiesa auch super Karte. Ne? Also Chiesa mit einer der besten Karten, die ich aktuell so verkaufe. Chiesa kaufe ich sehr, sehr gerne, weil da weißt du, der geht jede Stunde gefühlt raus. Genauso wie dieser Kater, auch eine Top-Karte. Ihr seht, wie viel hier von den Chiesa kann man einfach blind kaufen. Da weißt du, die gehen weg. Hier Raspadori habe ich jetzt ein bisschen teurer gekauft. Den ist auch ein bisschen hochgegangen. Der war bei 28 so ungefähr. Ist jetzt 3k hochgegangen. Ich weiß aber auch, dass du den locker für ja, fast 40 wegbekommst. Und eine sehr interessante Karte ist. Deswegen kannst du den trotzdem kaufen. Ja, hier haben wir noch sogar einen für 28 sogar bekommen.
Bieten wir den ein bisschen billiger an. Also ihr seht das, ich mache immer ungefähr so 5K, also 5K, 6K Aufpreis pro Karte, so dass ich natürlich mit dem Gewinn zufrieden bin. Wenn ich merke, okay, ich habe jetzt nicht die beste Karte, nicht den besten Chemistry-Style, nicht die beste Position, mache ich oft ein bisschen billiger, aber ihr seht das ja, wie ich die Karten anbiete. Den hier mache ich jetzt ein bisschen teurer. Haben wir das ZM bekommen. Hunter wäre, obwohl Hunter brauche ich gar nicht. So, dann haben wir nochmal den Cater hier. Ballern wir auch rein für 45, 46. Auch wirklich eine Karte, die immer sehr, sehr gut schwankt. Also der schwankt wirklich brutal. Also das ist wirklich eine Karte, den kannst du immer auf die Liste haben. Die kostet auch oft 50.000. Hier, den wir für 41 gekauft haben, den stelle ich auch einfach für 48 rein. Ja. Und hier den Delane, den wir gerade nachgeholt haben, stelle ich auch für 26,75 rein. Der wird weggehen. Und so mache ich mir die Liste voll. Wir haben jetzt 81 Plätze wieder drauf. Hier habe ich noch ein paar Karten doppelt, die müsst ihr nicht beachten. Haben jetzt 81 Plätze wieder drauf. Und so fülle ich halt meine Liste auf, Freunde. Ihr könnt natürlich auch sagen, wenn ihr sehr viele Coins habt, ihr kauft immer automatisch direkt schon ein paar Spieler mehr ein, dass ihr immer nachfüllen könnt. Das würde ich euch sogar empfehlen. Habe ich sogar gemacht, aber bei mir waren die so schnell ausverkauft, dass ich jetzt schon wieder nachfüllen muss. Natürlich ist es, kostet ein paar Coins, so eine Liste zu führen, die ich habe. Ich sag mal, 5 bis 10 Millionen brauchst du, um so eine Liste zu führen. Unten drunter kannst du aber wahrscheinlich nur die Geringverdienerkarten gönnen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, Freunde. Wenn ja, pusht das Video nach oben, gönnt einen Daumen nach oben, lasst ein Follow hier, wenn ihr hier neu wart, genauso viele Coins machen willst wie ich. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Haust rein. Ciao, ciao!